Sie haben es geschafft. Gute Arbeit. Der Eingang zur Datenzentrale befindet sich außerhalb des Arboretums. Das Büro Ihres Bruders ist ebenfalls hier oben. Jupiter in seinem Palast an der Spitze des Himmels. Das haben Sie immer hinter seinem Rücken gesagt. Aber dann wären Sie... was? Neptun? Pluto? Ja, und herzlich willkommen zurück zu Prey. Mal wieder leider eine blöde Pause, aber wie gesagt, das mache ich leider nicht mit Absicht. Ich habe zurzeit einfach zu viel zu tun. Ich muss meinen Job kündigen. Geht einfach so gar nicht hier, Leute. Oh, okay, wow. Hallo, ganz ruhig. Geh da weg. Ich kann rückwärts sprinten. Hast du das gerade gesehen? Ich bin rückwärts gesprintet. Alter. Wieso verliere ich immer so viel Leben? Dem hat wohl nicht so gefallen, dass ich hier meinen normalen Job kündigen will, oder was? Ist doch hier mein Problem. So, erstmal mal ein bisschen was. So. Oh, Freudensprung. Ich kann Neuromods machen. Anti-Red, Psychibo. Anzugsreparaturkits. Eigentlich auch ganz cool. Wieso drücke ich immer X hier? Bevor wir das aber hier jetzt machen. So. Ja, wissen wir doch eigentlich schon. Eigentlich wollte ich in mein Inventar, wir haben doch noch hier ein Reparaturkit, oder? Ersatzteile, die sehen immer gleich aus, so ein bisschen. So, das hier können wir einmal verwenden. So, 25, ja komm, dann gehen wir auf 100 hoch. Gesundheit. Wieso können wir nicht Essen machen? Das wäre doch cool. Essen wäre richtig cool. Anzugreparatur, 4 im Inventar, das müsste eigentlich noch reichen. Hier, genau. Ich will immer mit X drücken, das ist so der Standard bei der PlayStation, wenn ich X irgendwo drücke, dass ich das auswähle, aber hier auf dem Bildschirm geht das halt nicht. So, kann man das hier... Leute, jedes Mal. Ich bin echt so blöd, ey. Okay. So. Wie viel haben wir denn überhaupt? 30 Schuss, okay. Ich würde es aber interessieren mit dem Neuromat. Das braucht extrem viel. Braucht wirklich extrem viel. Das ist dann halt nur einer. Das ist schon cool, so ein Neuromod. Aber wir haben aber nicht genügend. Ah, leider. Okay. Wir haben das, ich weiß nicht, ist das jetzt rot, weil... weil es halt fehlt. Oder hat es auch eine andere Farbe? Weil eigentlich ist es ja grau. Guck mal, hier oben sieht man es ja. Das fehlt uns hier. Munition kann man leider auch nicht machen. Oh, kein Essen. Oh, kein Essen. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, ich habe es gedacht, hier kommt irgendwie... oh, ein neuerer Mod. So, sollen wir die... ja, wir haben eh nicht genug Platz. Jetzt werden wir wieder... oh, Hallöchen. Werden wir wieder so... Zeit für... oh, genau für das hier. Haben hier den Recycler-Schrott übertragen. Okay, ich weiß halt nicht die anderen Sachen. So, wir machen das mal, weil dann können wir zum Beispiel auch die Knarre mitnehmen und recyceln. Und dann können wir mal schauen, ob wir auch genug haben. Hä? Ah, ne. Hab gedacht. Egal. Was? Ich hab gedacht, das ist eine normale Knarre. Disruptor-Taser-Pistole. Setzt menschliche Ziele außer Gefecht. Wann hatten wir menschliche Ziele bis jetzt? Typhons sind widerstandsfähiger, können aber auch kurzzeitig betäubt werden. Roboter-Einheiten können ebenfalls kurzzeitig deaktiviert und letztendlich zerstört werden. Okay. Alles klar, aber ja, gar nicht so gut theoretisch. Oder sollen wir mal die Flugkanone rausholen? So, liegt hier noch irgendwo was rum? Hier haben wir ja dann alles.
Aber unser Inventar ist halt wieder relativ voll an sich. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich groß wegschmeißen könnte. So, hier hinten haben wir nichts versteckt. Hier nach oben auch nichts. Gehen wir mal hier die Treppe nach oben. Was müssen wir denn machen? Zur Datenzentrale. Oh. Kann ich ihn scannen? Komm her. Morgan, alles in Ordnung? Über diesen Typhon. Da gibt es keine Informationen. Halten Sie sich von ihm fern. Okay. Wir haben so einen Aufzug. Können wir aber nicht benutzen. So, und ich darf hier rein. Oh, da ist was zum Essen dabei. Nehmen wir gleich. So, dann gehen wir hier einmal durch. Sie könnten dort oben überprüfen, warum der Aufzug feststeckt. Das wäre schneller und sicherer, als wieder durch die Guts zu fliegen. Welcher Aufzug? So, untersuche den Aufzug einmal. Okay, ja, das wäre natürlich schon ganz gut, weil dann müssen wir nicht hier den komischen Weg hier machen. Ich tue mal kurz noch hier schnell speichern. Weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier rausgehe, was auf mich zukommt. Okay, wir haben schon mal irgendwo ein Geschütz. Das sieht schon mal hier cool aus. Wie in so einem mega großen Wintergarten und hier sogar Pflanzen und so Zeugs. Nicht nur an und hier so metallische Gänge und Korridore. Aber hier muss halt irgendwo der Phantom auch, oder was auch immer das war, unterwegs sein. Okay, hier haben wir ein Geschütz. Hier haben wir ein Geschütz. Da drüben vielleicht auch. So, einmal hier ein bisschen zur Sicherung. Zitronensch. Wow! Leute! Alter Falter! Wisst ihr noch in der Demo? Ganz am Anfang haben wir mal eine Pumpe gefunden. Und jetzt. Wieso immer noch nicht genug Platz? Ah, okay. Das ist ja natürlich auch Schwachsinn, dass. Jetzt theoretisch hier. Ach, es liegt hier drüben. Dass hier das nicht automatisch anpasst. Das heißt, ich muss im Grunde genommen das hier so ein bisschen umbauen. Das hier rum und jetzt kann ich theoretisch die Pumpe aufnehmen. Auch ein bisschen seltsam. Richtig nice, Leute. Alter, wieso habe ich so viel Schuss? War da so viel Schuss in der Pumpe drin? Richtig geil, Alter. Die fand ich ja damals schon ganz cool. Nur hab sie leider nicht bekommen oder keine Ahnung, wieso sie nicht da war. Endlich habe ich eine Pumpe. Richtig geil, Leute. Jetzt fühle ich mich auch einigermaßen sicher, weil wenn da so jemand ganz nah rankommt, dann einfach so reinpratzen. Da machen wir dann richtig viel Damage. Hier hinten so ein Geheimweg? Nein! Verdammt! Mein Controller ist ausgegangen. Ja, das habe ich, glaube ich, vergessen. Oh, man sollte die Hinweise von der PlayStation auch wahrnehmen. Bevor man... Oder während dem Einschalten war ja schon... sorry... Unterbrechung. Dun dun dun. Ich denke mir schon, was ist hier los? Ich dachte, jetzt kommt hier so eine Meldung. Irgendwie so, ja, hier Spielbereich darf nicht verlassen werden. Aber jetzt habe ich vergessen, den Controller einzuschalten. Find das Loch nicht. Leute. Hallo? Falsch rum? Oder so? Oh, ich habe ihn reinbekommen. Oh, richtig schön. So, wieder anmachen. Und weiter geht's. Okay. Hier gibt's wohl so eine kleine Abkürzung oder ein Geheimversteck. Ich weiß es nicht. Mal ein bisschen Munition. Was zur Hölle ist hier? Gewächshaus. Okay, hier geht's nicht rein. Irgendwas ist da drin. Ich hör's ja. Oh, ich glaube ein Phantom ist da. Ist jetzt drin oder draußen? Der ist irgendwie hier drin, Leute. Ich
So, eine Notiz. Wir haben die Türen zum Gewächshaus verriegelt, aber das Ding da kann fliegen. Was? Wieso kann es fliegen? Rette Ranny vor dem Tele... Irgendwas. Teleporter? Hä? Keine Ahnung. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er herausfindet, dass das Dach nicht geschlossen ist. Vor 5 Minuten hat Edna versucht, zum Gewächshaus durchzukommen, aber es hat sie erwischt. Kontrolliert. Kontrolliert sie? Sie hört einfach nicht auf zu schreien. Schreit uns an, dass wir wegbleiben sollen. Wenn wir das fliegende Ding töten können, das sie infiziert hat, können wir sie vielleicht retten. Bitte, wenn Sie diese Nachricht finden, helfen Sie uns. Töten Sie es. Denn wir werden nicht mehr wir selbst sein. Hey, Sie da! Machen Sie die Tür auf! Bitte! Ach, das Ding! Ja, toll, ich habe kein Passwort. Jetzt ist er eh tot. Oh, ich kann scannen. Was soll ich? Das fliegendes Auge. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Fremdkontrolliert? Okay, also die leben noch an sich. Ganz cool, aber die wollen mich angreifen. Aber, ja, woher bekomme ich den Code? Hier komme ich auch nicht rein. Kann das Viech mich dann auch kontrollieren? Sicherlich auch, oder? Aber keine Ahnung. Das kann ja auch oben rausfliegen. Wäre mir eigentlich ehrlich gesagt egal. Aber ich muss ja erstmal hier den Code finden. Hier irgendwo läuft noch was rum auf der rechten Seite. Im äußersten Notfall renne ich halt ganz schnell immer zurück zu meinen Geschützen hier. Wieso macht er so komische Geräusche immer? Hat der was? Die was? Die Chani? Hallo? What? Alter! Ich hab grad ein Mimik. Ja, tatsächlich. Ah, verdammt. So, noch was da? So ein Mimik rumgerannt. So, wir nehmen die Knarre auch mal mit. Können Sie vielleicht ja hier dann recyceln. Guten Tag, so, Carlos. Knusprige Pommes. Sicherheitshinweis. Haftnotizen, selbst gut versteckte, sind eine sichere Methode zum Aufbewahren Ihres Terminal-Passworts. Was hat die gelabert? So, hier war so ein Viech. Oder zwei. Ah, da hinten ist auch ein Geschütz. Da sind sogar zwei. Richtig geil. Zwei Geschütze. Ganz gut. Medbay. Okay, das hört sich an. Jetzt kann man da noch ein bisschen Medikits oder so holen. Oder vielleicht so ein Operator, der mich heilen kann. Ich schaue mich jetzt noch hier so ein bisschen um. Hier haben wir mehrere Ziele. Loading Bay. Also die Ladebucht. Ah, ja, da, von da sind wir gekommen. Was können wir hier machen? Energieversorgung einschalten. Dann können wir zumindest durchlaufen. Ja, wir sind jetzt hier drin. Wir haben ja den einen Phantom oder so gesehen. Das war ja egal. So, wo geht's denn hier hin? Zur Brücke, Alex Hughes Büro. Guck, guck. Komm her. Hallo. Achso, Moment. Ah. Okay. What? So, mach's kaputt. Sehr schön. So, waren hier nochmal welche? Okay, hier war einiges los. Oh, guck mal. Okay, da unten einmal. Alles klärchen. Oder soll ich mal kurz in die Medbay reingehen? Guck, guck. Krankenstation, ja. Guck. So sieht's ganz gut aus. Hier haben wir so einen Operator. Beantragen neuen Operator.
Hier gibt's noch was Tolles. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, Medizin operieren. Diagnostizieren. Sie hatten wohl einen harten Tag. Sie werden sich bald wieder besser fühlen. So. Sehr schön. Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Richtig nice. Die sind schon geil. Den kann man nicht scannen. Schon richtig nice hier, die Operator, die mich heilen können. Okay, Plan. Hier drüben haben wir einen. Wir müssen ja eigentlich hier, Datenzentrale da oben, hier der Hauptaufzug. Ist das eigentlich ein neues Gebiet? Ja, hier ist ein neues Gebiet, also hier kommt dann so ein Ladebalken. Wir bleiben aber noch mal kurz in dem Gebiet, so ein bisschen. Schauen uns noch ein bisschen um. Hallo, schön Sie wiederzusehen, Dr. Yu. So, oder was sollen wir machen? Aber ja, nee, nichts plündern. Hier, bleibt hängen. So, ich will ihn hierher schicken. Aber es kann natürlich sein, dass er auch nicht durchkommt. So ein bisschen. Okay. Er bleibt hier drin hängen. Ich hab's gedacht. Oh, Achtung. Treffe ich ihn überhaupt? Okay, kann ich hier. Ja. Nicht immer treffen. Oh, jetzt hat er kaputt gemacht. Aber er kommt nicht. Er will nicht hinterher kommen. Hängt er vielleicht immer noch irgendwo? Okay. Dann war er halt ein bisschen blöder. Aber nun gut. So, was haben wir? Aha. Der hat eine Banane. Hör noch ein. Oh. Hallöchen. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. So, was haben wir jetzt hier bekommen? Ja, mal bei Telepathie was, okay. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. So, kann ich hier aufmachen? Ne, keine passende Schlüsselkarte. Guck, da ist schon mal einer. Wieso ist denn jetzt nicht markiert? Oh, der Operator. Ja, ein bisschen im Weg. Alter, was hier alles zum Tragen gibt. Ist das hier eigentlich Pause? Oh, jetzt habe ich die Kiste mitgenommen. Okay. Das Problem ist, ich kann nicht so viel mitnehmen. Die Banane kann ich nicht. Kann ich die Banane mitnehmen? Kann ich nur hier tauschen? Finde ich aber nicht gut. Wir haben halt zweimal hier die Knarre, gell? Wenn wir zurückgehen oder so, ich kann ja mal zurückgehen und na, hier noch ein bisschen. Kann man hier nicht irgendwie das Inventar erweitern? Das wäre halt auch ganz cool. Vor allem auch das hier. Guck mal, wie viel Sekt wir hier dabei haben. Das brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Ja, dann wollte ich mal sagen, ich renne nochmal zurück, mache auch eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich im nächsten Part. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.